Wann hast du zum letzten Mal einen Brief erhalten, der dich so richtig ermutigt hat? Der dir Freudigkeit gebracht hat? Einfach Ermutigung in deinen Alltag, in deine Situation. Wenn du das nicht so genau mehr weißt, dann möchte ich dir heute ein paar Sachen aus einem Brief vorlesen, die wirklich dich ermutigen können. Du hast von Paulus gehört und von seiner Lebenssituation in den Herausforderungen und Kämpfen, in denen er gestanden hat. Und Paulus ist für mich ein echter Ermutiger. Er hat einen Brief geschrieben an die Korinther zur Auferbauung. So lesen wir es dort. Zur Auferbauung. Und aus diesem Brief möchte ich dir einige Statements vorlesen, die du selbst vielleicht nachlesen kannst, studieren kannst, auf deine Lebenssituation einwirken lassen kannst. Vielleicht kannst du dich jetzt ein bisschen zurücklehnen und ein paar Minuten Zeit nehmen und deine Situationen, in denen du stehst, bedenken und sie dem gegenüberstellen, was Paulus dir jetzt ganz neu durch das Wort Gottes in diese Situationen hineinspricht. Da lesen wir: Deshalb ermatten wir nicht. Wir sind guten Mutes, allezeit freuend. Lasst euch ermuntern, lasst euch zurechtbringen. Sie gaben sich zuerst dem Herrn. Ihr steht durch den Glauben. Ihr seid versiegelt. Überreich in Freude bei all unserer Bedrängnis. Getröstet durch Gott. Das Wort Gottes gibt in jede Lebenssituation, in der wir stehen, in jede Herausforderung, eine Antwort, eine Ermutigung, eine Auferbauung, eine Erfrischung. Wenn du Trost brauchst, wird es dich trösten. Wenn du Frieden brauchst, wird es dich in den Schalom Gottes hineinleiten. Wenn du Heilung brauchst, wird es dir Worte der Heilung in dein Leben hineinsprechen. Vertief dich in das Wort Gottes. Nimm diese Punkte aus dem Ermutigungsbrief von Paulus mit in deinen Alltag. Nimm sie in diese Situationen, in denen du herausgefordert bist. Und lass dich durch diese Ermutigung beschenken. Denn Gott hat mehr für dich.